Mit ihren Singles feierte Dua Lipa große Erfolge. Jetzt liefert sie ihr erstes ganzes Album. Ihr Talent scheint darauf nur selten durch. Das selbstbetitelte Debüt Dua Lipa bietet nichts als zuckrig-süßen Pop und ist so vergänglich wie ein Lachgastrip. Roger Waters, inzwischen 74, ist ein zorniger alter Mann. Und das ist gut so. Mit Is This the Life We Really Want, einer gnadenlosen Abrechnung, gelingt dem einstigen Pink Floyd-Kopf ein kaum mehr für möglich gehaltenes Großwerk. Kraftklub sind wieder da. Und wie? Mit Keine Nacht für Niemand präsentieren die Chemnitzer ihr bisher abwechslungsreichstes Werk. Es muss nicht mehr alles brachial sein, hier dürfen sogar mal Streicher und Klavier ran. Kein herausragender Hit, dafür viele hoffnungslose Liebeslieder. Wären die Erwartungen nicht so groß gewesen, wäre Hopeless Fountain Kingdom zumindest ein solides Album. Aber eigentlich hat Halsey viel mehr drauf. Forever.